got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything that might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Ich weiß, was denn der blaue Ding da unten auf sich hat. Wo ist der? Weiß nicht, ich kann seine verdammte Panzerkarre nicht sehen. Er schleicht sich wahrscheinlich gerade an uns ab. Hey, go! Ah! Weg, ich will da raus. Wo sind die? Okay, an der Seite. Ist noch einer. Aua. Guck mal, was ist mit dem blauen Ding? Du? Das hat ja auch irgendwie Bedeutung, weil das leuchtet. Keine Ahnung. Wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, 4 Stück waren das jetzt schon, ne? Wie war denn jetzt nochmal dieses, dass man so um die Ecke gucken konnte? So, jetzt macht er das auch schon nicht mehr. Na toll. Oh, hoch. Kann ich vielleicht nicht um die Ecke gucken, doch. Doch, normalerweise macht er mit so einem... Du denkst, du kannst meine Männer ausschalten wie ein paar gewöhnliche Schläger. Ich kenne deine Taktik, Batman. Mal sehen, wie du damit umgehst, wenn deine Beute sich dir anpasst. Mann am Boden, haltet mir den Rücken frei. Gib dir Deckung. Du musst aufwachen. Komm, schlag! Naja, es werden weniger. So langsam, aber sicher. Ich muss mich natürlich so konzentrieren gerade. Ich glaube, einer oder zwei, glaube ich, sind es noch. Der war auf der anderen Seite. Und es sind da 3 sogar noch. 4, wow. Da muss ich wirklich vom Bumerang hintereinander abklatschen. Dass er echt benebbelt sind. Warte jetzt. Die heile sich schwörer oder was? Na supi. Das
Jo, die heile sich wieder. Na toll. Der nächste. Was auch immer heute Nacht passiert, Jungs, das ganze Training war sinnlos. Verdammt, er macht uns fertig. Tut er nicht, niemals. Denkt daran, was der Knight gesagt hat. Wir hätten dem Kerl glauben sollen, der es aus der Fabrik geschafft hat. Er ist unbesiegbar. Und da stinkt was. Das sind Bomben. Da darf ich nicht dran. Jetzt. Hab ich sie jetzt alle? Scheint so. Jim, der Bereich ist sicher. Ach, Gott sei Dank. Ich bin beeindruckt. Doch deine Tricks werden sehr schnell alt, Batman. Schnauze. Colleen? Bist du's wieder? Ah, der hat wieder seine Halluzination. Colleen für dich! Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Ach, das ist das, wo passiert ist, wo die doch dann querschnittsgelähmt, Alisa. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasend machen. Joker war schon ein Arsch, ne? Ja, super. Und was soll ich jetzt machen? Wie komme ich jetzt da raus aus dieser Halluzination? Na, Halluzination. Die Halluzination. Die Hallus. Ah. This is what happens when you drag your friends into this crazy little game of yours. Da war die Türe. Da war gerade die Türe. Oh, jetzt bist du wieder da. Ach, es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter.
Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Vance. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter. Ich würde den am liebsten so schlagen, ey. Noch nicht. Die Nacht ist noch jung. Halt die Klappe, du dämlicher Clown. Ist jetzt weg. Ja, der Idiot ist immer noch da. So. Was jetzt? Muss ich irgendwas suchen. Und die Gordnerin zu holen. Ich denke mal, der Fahrstuhl irgendwie. Der ist so rot. Ah. Aufheben. Ja. Der war aber gerade noch nicht da, der Fahrstuhl, der Rollstuhl. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Sie ist mehr als das. Identität bestätigt. Sie ist stark, Jim. Stärker als du glaubst. Sie arbeitet für dich? Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Okay. Sie ist meine Familie, meine Tochter, alles, was ich habe. Ja. Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals. Ich zieh das allein durch. Bleib weg von meiner Familie. Ich meine, dass er so reagiert hat, okay, kann man ja irgendwie nachvollziehen, ne? Dass er so... Ja... Ich finde, das ist erstaunlich. Ach, hau ab. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Ach, ich muss herausfinden, was Barbara passiert ist. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Nein, das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wie Barbara entführt wurde. Ich muss noch Hinweise suchen. Da. Da. Mhm. Oh, das war falsch. Das ist die Miliz des Arkham Knight. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Da. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht.
Diese Reifen sind Amatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu Ihnen führen. Cool. Okay. Uhrenturm abriegeln. Autorisierung Batman. Puh. Ah, der Witz ist schon... Hast du darüber nachdenkt? Woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Tja, das war... Ich frag mich auch, wer dieses... Wer das ist. Es muss ja jemand sein, der Insiderwissen hat. Hätte ich doch nur eine Videokamera gehabt, als ich... Ich musste da raus und dann nach oben. Der arme alte Jimbo musste sich mit einer Diashow begnügen. Oh, der geht mir irgendwie ein bisschen auf den Sack jetzt, ne? Dieser dumme Clown, ey. So. Ja, das ist wieder Autofahren, bitteschön. Das ist wieder Speedy, seine Abteilung. Ich will mal rennen. So. Jetzt musst du da drauf achten, jetzt hier die Reifenspuren folgen, ne? Scannen, ah, ja. Mach da nochmal. Alfred, ich will den Namen des Arkham Knight. Ich auch, Master Bruce. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Und Alfred? Sir? Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bathöhle. Bitte bleib wachsam. Ich habe Oracle, Batman. Jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin. Du musst mich nur finden. Du bist groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Alfred, die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Wahrscheinlich aussteigen, oder? Wenn ich jemanden ausraube, kläre ich den auch nicht über die Technik des Stils auf. Macht's gleich bumm. Hab ich mir auch gerade gedacht. Es ist eine Bombe mit schwerer Panzerung. Oh je. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Batcomputer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden sie nicht. Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Ich markiere, wie Sie vorhergesagt haben, Sir. Er will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bombe ist aktiv, Black Sergeant. Sie sind unsere Versicherung. Ich weiß. Nicht ins rote Bereich. Zurück. Die Bombe ohne Sie explodiert. Ja. Direkter Treffer bei einer Rattler.
Jetzt XXX. Jawohl. Mehrere Einheiten offline. Diese Maschinen sind unermüdlich. Im Gegensatz zu dir geben sie nie auf. Sie zögern nicht, sie halten sich nicht zurück und sie haben keine Angst vor dir, Batman. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Aber wohin? Winde einsetzen. Gas geben, RT. Und jetzt? Hast du auch richtig getroffen? Ah, oder? Halt, ich muss überall das deine Balge. Ah, gut. Weißt du, was das denn? Glaubst du etwa, das war's schon, dunkler Ritter? Ich habe diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Ich sollte der Spur des Arkham Knight folgen. So. Ja. Was wird die kleine Barbara wohl über deine Ängste preisen? Welche Geheimnisse entlocke ich ihrem angstgeplagten Geist? Welche Richtung voll man jetzt? Nee, die A3 mach oder? Die Reifen. Ja, ja, mach die Reifen. Mach du Trottel, er ist hier. Einfach. Willst du fahren? Da hören die Spuren auf. Ja, ja, da hören die Spuren auf. Okay, da muss sie da irgendwo sein. Stufe und ich können wir vielleicht irgendwas aufleveln. Gucken wir gerade mal. Ja, da. Oh ja. Nahkampfpanzerung, Stufe 1. Gut. Sind schon mal noch nichts, ne? Nein, ja. Du hast immer nur bestimmte Anzahl an Punkte, die du dann vergeben kannst. Ja, das ist jetzt nicht natürlich verriegelt, das ist klar. Ich drücke auf der einen Seite, geht auf die andere Seite. Okay. Ja, das hat er eben bei mir auch gemacht, das ist total dumm. Das ist der Turm. Das ist der Glockenturm. Jetzt bin ich wieder am Uhrenturm, oder nicht? Ja. Da bin ich jetzt Radur gefahren. Ja. Sieht so aus. Sieht so aus. Ah, toll. Ah, ich denke immer die Falschlenkung, ey. Ja, oder mach halt das andere zuerst und dann, dann die Spuren. Unsere Armee ist gut ausgebildet, diszipliniert und traurig. Keine Spur von Feigheit werden sich bedienen können. Langsam, langsam, langsam.
Da hört die Spur auf. Nein, da muss er erst... Ah, da. Da geht's weiter. Da kann ich nur so Scanner, okay. Was? Kann nur so Scanner. Ja, du sollst ja auch nicht daran lang grasen, sondern du sollst langsam der Spur folgen. Alfred, die Spur des Arkham Knight führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Kann nichts haben, wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen Sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und Ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Alles klar. Vorsicht, Sir. Niagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Ja, dann lauf mal. Oder Annette. Das wollte ich zwar nicht, aber okay. Du bist jetzt einfach da runtergesprungen. Ja, ich wollte eigentlich gerade runterlaufen. Was macht er? Er hüpft neben dran. So, einfach jetzt da, die Brücke drüber. Ja, wollte ich ja eigentlich. Was macht er? Er hüpft neben dran. Mit A kannst du... Sicher. Ach, dann mach's halt anders. Was war das denn? Was war das denn? Schnellschwimmversion war das. Mach's mit dem Haken, schwing dich von Punkt zu Punkt. Hoch? Ja, macht er nicht. Mit Kreuzsteuer hoch? Jetzt so. Ich kann nichts anschießen, du. Ich muss durch. Du hast ja auch in die Luft geschossen. Die Kamera ist aber auch doof zum Larve so. Ich muss schon sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Gotham war ohne mich. Kann doch nur noch was anschießen, du. Was? Scarecrow als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. Gib mal her. Oh, vergiss es. Nee, da kannst du mal was anziehen. Ja, komm, gib mal her. Schon versucht, den Nebel hochzuziehen. Mulder nicht. Welcher Typ? Scarecrow arbeitet mit einem abgefahrenen Milizanführer zusammen. Der hält sich für eine große Nummer. Trägt einen Anzug wie Batman. Das wird Batman nicht gefallen. Warum kann ich die nicht... Muss drüber laufen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Amara, mit Elektroschocker. Gut, die werden wir brauchen. Glaubst du, er kommt? Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entführt. Wir haben die Drohne, die wird uns nicht überraschen. Hoffentlich nicht. Greift Batman an.
Was ist passiert? Die Chemiefabrik ist hochgegangen, aber ich habe keine riesigen Gaswolken gesehen. Batman ist passiert. Er ist da rein und hat sich durch drei unserer Einheiten gekämpft. Fast hätte er Scarecrow erwischt und die Explosion verhindert. Verflucht. Er ist also wirklich so gut, wie der Arkham Knight sagt. Ja, ist er. Kaum zu glauben, dass Batman alle Mace ausgeschaltet hat. Das sind die Thronen. Der Schale gar ausschalte. Ja, wie immer. Schade. Ey, geh doch. Guck mal, jetzt backt der da an dem blöden Ding da fest. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was macht der denn da? Geh doch da durch das Loch. Fall drin. Ach, scheiße jetzt. Ja gut, das wusste ich nicht. Ja. Weil ich in so eine dufe Sackgasse reingelaufen bin. Scheiße. Komm schon, Bruce. Du kannst nicht sterben. Ich hab dich nicht getötet. Nein, aber ich hab dich getötet. Oh, jetzt mal, wieso macht der immer... Ladebalken, Ladebalken, bla 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 bla. Die Hälfte vom Spiel Ladebalke. Ja, wir könnten eigentlich hier auch mal einen kurzen Stopp machen. Ja. Probier's noch mal. Nein, wir machen das jetzt hier genau hier so. Richtig schön cool. Ja, ja. So. Hier verabschieden wir uns jetzt. Kurze Pause. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten Aufnahme. Dann werden wir uns genau hier wieder sehen. Mhm. Genau. Und weiterhin elendisch versage. Mehr oder weniger. Vielleicht. Okay, tschüss. Tschüss.